So, hier ist der letzte Teil in dem Unboxing. Direkt drei Argento-Batterien. Hey, was soll denn das mit der ganzen Tüte hier? Das ist ja komisch. Und mit einer Hand immer ein bisschen tricky. Aha, hier die Ortega. Valentin, endlich mal. Ganz witzig. Von der Valentin hatte Mol Feuerwerk quasi eine beziehungsweise keine mehr. Dann kam wieder eine gesamte Ladung und dann war ich so froh, dass ich wieder eine, was heißt wieder, dass ich überhaupt eine bekommen habe. Die wollte ich schon letztes Jahr beim 0 Uhr Verkauf abgreifen, aber alles weg. Hier ist die Goya. Genau wie die Ortega. Oh. Letzten Drücker hat mich nicht aufgeschwätzt und ich dachte mir, komm, pack sie mit ein, die nehme ich auch mit. Passt. So, machen wir hier weiter. Oh, ho, ho. Da sieht es schon wieder nach Elgato aus. Fangen wir erstmal hier an. Funken Finale 2. Winter Sun, auch ganz kleine Batterie. Iris mit altem Argento-Label. So, hier hat man schön Terremoto. Genau, hier 36S. Noch mit dem alten Logo bzw. altem Design, alte Charge, je nachdem. Jawohl, zweimal. Und hier Magma. Trygonus, Calypso, Smaragd. Übrigens alles Batterien, teilweise, von denen Mol nur jeweils eine da hatte. Oder ich weiß, ich glaube, vielleicht bei der Magma war es so. Die wurde quasi aus dem letzten Eck noch rausgezogen und dann habe ich gesagt, ja komm, die nehme ich, was weg ist, ist weg und dann passt das. Genau. Der letzte Karton hier. Ah, viel Funke-Ware. Silberpalmen-Cracker. Auch sehr interessanter Effekt. Wird, glaub, so wie man mir das, also so wie mir der Mol-Helfer gesagt hat, wird er nicht mehr produziert oder gab es auch nicht mehr im Lager vom Mol und. Für die andere Funkenfinale 2. Blink Cracker. Und hier, das müsste die, was war das? Weißblinker Dalien Z2. Also sieht man so auch nicht mehr. Oder war es die nicht mehr produziert? Auf jeden Fall sieht man die nicht mehr oft. Aurora. Von Argento, Saphir und Amazona. So, das war es jetzt mal soweit. Ich glaube noch circa ein Viertel oder ein Drittel von der Bestellung fehlt noch. Müsste dann die Tage kommen. Gerade auf die Iskra-Sachen musste man etwas länger warten, bis die da waren. Ja, aber im Großen und Ganzen war es das. Dann würde ich mal sagen, man sieht sich im nächsten Video. Ciao.